Frohes Neues! Herzlich willkommen zu einer Folge 7 Days to Die mit der Hirnsturz-Crew, mit allen Kaiser vor mir, der Wodan und der Jack Fleischhammer. Hallo! Frohes Neues! Hallo, frohes Neues! Ich glaube, wir haben ja schon das letzte Mal eine Folge aufgenommen, aber diese Aufnahmesession ist jetzt am 1. Januar. 2017. 20 Uhr. Unfassbar. Und für euch kommt die Folge, glaube ich, an einem Donnerstag. Das müsste dann der 5. sein. 5. Trotzdem frohes Neues, ist egal. Frohes Neues am 5. Happy genau. New Year. Genau. Warte. Was denn? Oh, jetzt hat er mich erwischt. Oh, hat mich erwischt. Hat mich erwischt. Zurück. Ja, zurück. Ich habe hier eine Zombie-Polonaise. Oh Gott. Ja, ich probiere die Schreierin raus. So. Oh ja. Oh, nice. Gleich schon mal los, der ist erregt und schluckt mehr. Das Mikrofon oder was? Ja, Entschuldigung. Oh, yeah. Nicht eins, aber das stinkt nachher. Nee, eben nur dieses Oh yes. Aber das ist Emotion, das muss sein. Das ist wie bei Bob. Bob ist eigentlich während der Aufnahme sehr leise und dann, wenn er abgeht, dann. Ja, ja. Okay, so. Was kommt ihr, Wichter, ihr? Also, was ich wichtig finden würde, dass wir mal langsam anständige. Sachen haben. Bikes haben. Ja, Bikes. Bikes. Siehst du, genau, Bikes sind ja da. Zweimal Reifen und einmal Batterie noch. Fuck. Nee, oh, auch fuck. Bewaffnung. Oh, fuck. Ich werde sterben. Nee, doch nicht. Ich blute. Hab ich irgendwas? Och, nein, halt nicht. Ich werde sterben. Wo bist du? Ich hab meinen Rucksack nach innen verlegen. Ach, tot. So, ich geh mal Autos ist doof. Kaputt machen. Shit. Was ist du hast es fast geschafft. Gratuliere. Ja. Oh, der schon ich bin jetzt falsch durchsprungen. Hatte mich zu auf den Hammer verlassen. Links, wo? Ich hab mich auf den Hammer verlassen. Zombie-Bataillon vor mir. So, jetzt habe ich mal schöne Pille eingeworfen, jetzt geht's wieder. Nimm die mal mit. Muss man überlegen. Ist der tot, aber steht hier nur so rum? Wieso hat keine Bandage? Stehen die schon wieder? Nee. Ja, ja, die stehen nur ein bisschen. Die kommen gleich. Ach, das kann doch nicht sein. Ausdauer regenerieren. Zombies. Neues Feature. Ich bin mal gespannt, ob das an unserer ursprünglichen Basis der gleiche Kram ist. Wie meinen? Naja, das Problem ist ja, die Zombies stehen ja erst, seit wir hier in der Stadt sind, ne? Ach so, ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, schon, klar. Mhm. Also, irgendwie ist da ja was, ist ja was buggy. Das war kaputt. Naja, wir hatten ja das vermutet, dass es die Anzahl der Zombies sind, die spawnen, aber das haben wir jetzt reduziert ein bisschen. Also die Schwierigkeitsgrad haben wir nicht reduziert, ne? Sondern nur die Anzahl der Zombies. Was ist mit dir? Ah, ich hab mir geh zurück. Einen blauen. Ja. Oh, ich hab sie geschlagen, dann laufen sie weiter, ne? Ja. Ja, das ist wie so ein Trigger. Oh, so. Jetzt. Leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen die Bewegungsfreiheit. Nicht bei allen, leider. Nein. Aber bei vielen. Und irgendwie war das, glaube ich, eine Schulkasse, weil die haben alle verschimmeltes Brot dabei. Also ein Sandwich. Also ich hab nur so das Gefühl. Ne? Pausenbrot, genau. Nee, esse ich nicht, lass ich verschimmeln. So, mein nächster Level geht auf jeden Fall in den. In yes. Die. Boah. In die Nahkampfverteidigung. Ja. Essen, essen, essen. Was, das nächste Level gibst du wo rein? Wo ist Hund? In die Nahkampfverteidigung, also hier bei mir. Bumblebeat oder wie das Ding heißt. Wo bist du denn? Hier bei mir ist immer präzise. Beim Shamway. Dann muss er der Gelbe sein. Gar nicht so weit weg. Crack a Book. Ich laufe vor dem weg, der kommt auch nicht. Nochmal, also du willst deine nächsten. Alles gut? Ja, genau, genau. Du willst deine nächsten Punkte in was geben? In den. Knüppel. Stockkampf, ja. Das ist welcher. Pumpe? Speed? Welcher Skill? Blunt Weapons? Blunt. Blunt Weapons, genau. Games Blunt Weapon? Hab ich jetzt bei 19. Reicht aber nicht immer. Ja, dann gebe ich jetzt mal meine letzten 10 Punkte da drauf. Mal gucken. Oh, da wäre in diesem Let's Play, glaube ich, nicht mehr mit anständigen Waffen kämpfen werden. Außer dem Knöpfen. Vielleicht mal eine Pistole ab und zu. Mal eine Pistole vielleicht. Nee, mir wird ja eine Schrotze zum Beispiel. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Oder so ein Jagdgewehr oder sowas. Oder ja, die Munition ist es, ne? Wir haben, wir müssen nach Hause. Woran liegt es denn? Was fehlt uns denn? Fehlt uns das Material oder fehlt uns der Skill? Also das Lernen? Das Material. So. Also erstmal fehlen uns noch Waffen. Aber wir haben ein paar zusammengesammelt gerade. Mhm. Wobei, mehr wäre jetzt nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie hoch wir den Loot-Spawn hatten, dass wir hier vielleicht nochmal kurz durchgehen.
Aber also das wird noch nicht gespawnt, wird gerne, also macht Sinn, wenn wir nochmal durchgehen und vielleicht morgen mit den Mopeds, Fragezeichen? Ja, einmal Reifen noch, verdammter Hund. Oh, nein, nein, nein. Schrei doch. Hat der mich gerade erschreckt? Entschuldigung. Oh. Okay. Scheiße. Schon verstanden. Macht mir so ein bisschen Angst, Herr Kaiser. Ja. Jumpscare. Und shit, shit. Komm raus, wir müssen hier zusammen. Nicht rennen. Ja, warte, ich komme vorne rum. Ich locke nur durch die... So, ich komme wieder nach vorne. Ich warte vor der Tür. Wo ist denn? Ah, hier ist hinter dir. Okay, also. Schlage. Und... Olle. Okay. Ja, gut, jetzt ich bin dran. Oh Gott, vorbei. Ich komme. Gib ihm noch einen. Oh, das war das Auto. Oh, warte. Jetzt habe ich ihn. Oh, ja, sehr schön. Hast du Level. Hast du gut gemacht. Im Vorbeihuschen. Danke für die Rettung. Kein Problem. Ich habe keine Ausdauer. Warte mal kurz, müssen wir schon was trinken. Ich habe Schrotzenmunition. Hast du eine Schrotze einstecken? Ja, hab ich. Warte. Wir brauchen noch andere. Pass auf, hier, komm mal hinter dir. Hinter dir. Beweg dich, Ja, ja, es wird. Okay, pass auf, mitten auf die Straße. Ja. Ein Schuss. Nice. Da kannst du mindestens... Haben ist besser. Jetzt zeig 21. Naja, gut. Kommt noch irgendwas hinter dir. Bam, bam. Los. Okay. Direkt zum Beispiel. Schöne Ding. Sag mal, wollen wir jetzt öffentlich in dieser Folge mal über Ideen für die Zukunft reden? Oh ja. Ja. Bin ich dafür, auch um Leute mitzunehmen. Genau. Also, ich fange mal von vorne an, wie wir darauf gekommen sind. Ich habe vor, in 2017 weniger Let's Plays zu machen, die so eine Reihe haben. Ne? Also, wo man dann wirklich die Folgen produzieren und die müssen dann Dienstag, Donnerstag... Oh, der hat mir gegen die Beine geschlagen. Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag kommen. Also, das wäre zumindest mehr ein Bedürfnis, dass wir halt aufnehmen, wenn wir eine Idee haben. Und das dann entsprechend aufnehmen und vielleicht sogar am Stück raushauen und dann... Wisst ihr, was ich meine? Oh, was war das? Irgendwas, was war das eben? Eine Mücke, ja. Biene in der Wand. In der Wand? Ah ja, in der Wand, stimmt. Tricks. Wir brauchen noch einmal rein. Auf jeden Fall haben wir uns überlegt, was können wir in Seven Days to Die machen, um das Ganze interessanter zu gestalten. Oder ich treffe sie nicht. Warte mal, ich hack das mal weg. Hinter dir ein Zombie. Oh Gott. Wir haben uns halt überlegt, wie können wir das interessanter gestalten, das Ganze. Und wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir spielen Seven Days to Die mit Projekt. Also mit Projekten, dass wir halt uns was vornehmen, was wir bauen oder sowas. Das nächste Thema ist, dass wir... Ich hack jetzt mal den Stein weg. Ja. Kannst... Komm, mach mal. Du hackst ja gerne mal gegen, mach das. Okay, die ist tot. Also... Nicht. Scheiße. Der frisst an dir. Oh, ist das ekelhaft. Fress ruhig weiter. Mach immer weiter. Nur kurz nur stören. Oh, geh weg. Der schmeckt so gut. Also... Zehnmal pro Folge. Projektbasierend, dass wir Sachen bauen, die halt, wo wir halt Ideen zu haben. Das nächste ist, dass wir, also das ist auch noch so eine Idee, die wir, glaube ich, gar nicht jetzt mit Wodan und Herrn Kaiser besprochen hatten. Das nächste Thema wäre zum Beispiel, dass wir uns umbenennen und auf öffentliche Server gehen. Ah, okay. Das ist schon mal dabei. Das ist gut, auf jeden Fall. Also, dass wir uns halt Charaktere erstellen, die jetzt nicht unbedingt Wodan und Spielekaiser und so weiter heißen, sondern Jack und Minjas. Nein, war ein Spaß. Genau, ihr nennt euch Jack und Minjas und wir heißen Wodan und Spielekaiser. Das wäre genau. Dünn. Nee, also das ist ein so Ding, projektbasierend bauen. Das heißt, wir haben ja zum Beispiel in dieser Folge hatten wir ja hier hinter sie Minen, gell? Die kann man nicht aufnehmen, die Minen, oder? Nee, kannst du nicht. Kannst nur drüber laufen. Ja. Kannst nur drüber. Hat jemand einen Pfeil für mich vielleicht noch so? Ups. Nee, wir finden ja hier keine Fehler, das ist halt schlimme. Achso. Ich hab ein paar. Okay. Kommst du zu mir? Ja, ich guck mal, wie ich hier reinkomme. Ich geh mal an den Ausgang direkt, da musst du mir nur Milch tracken. Ich bin jetzt am Eingang. Musst du nur Milch tracken? Milch tracken, genau. Oh, da hat jemand einen Spaßhund, voll grob einen Hund gelaufen. Ja, warte, ich helf dir. Geh, aber lass uns hier reingehen, dann hängt er sich vielleicht fest. No, macht er nicht. Er ist intelligent und läuft weiter. Oh, fuck. Okay. So, Federn. Also nochmal, um das Ganze abzuschließen, Pfeile damit ein vollständiger... Wo? Das draus wird. Hab ich hier. Hier liegen Pfeile. Hab ich, danke.
Damit ein vollständiger Satz draus wird. Also, Zukunft von Seven Days to Die wäre, was hatte ich angefangen? Nicht, dass ich was spoiler. Dass wir projektbasiert was bauen. Das nächste ist halt, auf öffentliche Server zu gehen und dort mal zu gucken, was da passiert. Also das Unerwartete. Und das finde ich persönlich eigentlich eine ganz coole Idee. Wir sind reizvoll, ja. Du hast mir Crossbow-Balls hingedroppt. Hab ich nicht. Ach, shit. Jackie, kannst du mal die Minen entschärfen? Geh mal rein. Weil anders habe ich nicht. Ich kann die Minen entschärfen. Moment. Wie machst du das jetzt? Schießen. Jetzt habe ich schon wieder kein... Okay. Warte, jetzt habe ich noch eine drin. Das sind zwei. Ja, aber da kommt man... Okay. Also, projektbasierend bauen, PvP und mit Mods zu spielen. Mit Mods müssten wir allerdings entweder warten, bis zum Beispiel der Alpha 16 ein entsprechendes... Lass mich hacken. Ich habe... okay. Bis in ein entsprechendes Mod-Paket halt reif ist, zum Beispiel dieser Well-Mod. Der hat halt, ich glaube, das wird wahrscheinlich im Moment dauern, bis der dann für die Alpha 16 angepasst ist. Ja. Das ist halt immer so ein Nachteil, weil da könnte es halt sein, dass wir da dann, wenn ein Update kommt, irgendwie inkompatibel sind und solche Sachen. Das könnte kompliziert werden. Ja, das sind so die drei Dinge. Also projektbasierend, auf fremde Server gehen und natürlich anonym. Und die Mods, mit Mods zu spielen. Vielleicht habt ihr ja selber Vorschläge und könnt das mal in die Kommentare schreiben, was ihr so an Mods kennt, was ihr gerne sehen würdet oder halt allgemein, was ihr von der Idee halten würdet. Biene. Oh, fuck. Böse Biene. Ich hab keine Ausdauer, okay. Kommt in den Haus drin. Was ihr halt von den Vorschlägen haltet, was wir gerade so ein bisschen aufgezählt haben oder was ich in 5 Anläufen probiert hatte. Oh Gott, das blöde. Ich glaube, man müsste doch mal zusammenschneiden. Ja. Projektbasierend, PvP und Mods. Da bitte mal in die Kommentare schreiben, was ihr von haltet. Und wenn ihr zum Beispiel Mods kennt, bitte keine Server vorschlagen. Weil auf die Server, die ihr vorschlagt, werden wir sowieso nicht kommen. Genau. Weil sonst ist ja der Reiz des Ganzen. Ne? Der Reiz des Ganzen dahin. Yeah. Hatte ich sowieso schon mal vorher mit dem. Könnte man. Ich glaube, das machen wir sowieso mit den Servern. Mit dem Server-Hopping könnte man mal so dazwischen schieben. Ja, das sind auf jeden Fall die Zukunft von Seven Days to Die, um das Ganze ein bisschen interessanter zu gestalten. Dass wir da uns halt was Neues ausdenken. Also und hier nur das Let's Play durchzuziehen, weil ich glaube, das ist... Man merkt es an den Klickzahlen und man merkt es natürlich, oder man kann sich ja vorstellen, dass die Leute dann nicht so interessiert sind, wie wenn eventuell was Unerwartetes passiert. Also Mods ausprobieren... Was denn? Voll. Ja, so genau so. Ein Zombie am Boden, jeder schlägt auf einen. Schon ein bisschen unfair. Mods ausprobieren ist auch keine schlechte Idee, ne? Ja, eben, ja. Würde ich auch gerne machen. Es gibt ja richtig coole auch. Ja. Ist halt immer die Frage mit der Kompatibilität. Also man muss halt gucken, dass wir halt einen Server aufsetzen, der halt dann auf der alten Version läuft. Gut, da können uns die Playperium-Jungs sicher helfen. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Geld über, um den Server zu bezahlen. Liebe Grüße übrigens an dieser Stelle. Haben wir jetzt lange nicht mehr gehört, gell? Ja, stimmt. Ja, die sind halt auf Malle. Seitdem sie die Kohle hat. Ja, ja. Sind auf Malle. Ja. Raus. Schweinehund. Was machen wir jetzt? Machen wir jetzt hier Loot-Tour weiter durch die Stadt? Ich baue Bikes. Genau. Der baut Bikes. Wir suchen noch ein bisschen Waffenmaterialien. Also wo sollen wir denn da? In Safes am besten. Die sind verteilt. Ich guck mal, welche Farbe hast du? Du hast Blau. Also ich loot jetzt hier diesen Dings hier durch. Taufe find danach. Ich komm zu dir zurück. Ich bräuchte halt was zu essen. War hier nicht auch ein Lebensmittelladen irgendwie dabei? War das nicht da? Hier waren ein paar Kisten, aber hier waren nichts zu essen drin. Wo du jetzt drin bist, meinst du? Ja, naja, Essenkisten waren hier, aber... Working Stiff Tools, Cracking Book. Ich hab hier ein bisschen was zu trinken und eine Suppe. Die ist jetzt allerdings alle. Ich verschüttet. Auf dem Boden. Damit du sie nicht kriegst. So. Ich mag ihn so gerne, den Fleischhammer. Das ist so ein netter Typ. Warte mal, hier drüben ist doch die Bank. Habt ihr die schon komplett leer? Oh, nee. Ich nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, der Kaiser und der Bruder. Wir waren drin auf jeden Fall und haben was angefangen. Die Bank wäre jetzt interessant. Wollte doch derjenige mit dem höchsten Scavenging rein, glaube ich. Insecure. Achso, dann mache ich jetzt die Ding. Moment, ich guck mal. Wer hat denn hier Scavenging? Warte mal, ich bin bei B. Also ich bin 53. Ich könnte auf 58 hoch. Kannst du... Und wo bist du bei Lucho? Quality meinst du, ja. Ich bin draußen. 2 bin ich da. Ja, ich auch. Wie viel hast du?
Scavenging? Du könntest den dritten noch aufwerten, ne? Nein, da fehlen mir 5 Punkte. Wie viel? Nee, da fehlen mir nicht noch Punkte, aber ich muss ja erstmal auf 60 kommen, aber dann werde ich mein Scavenging jetzt erst auf jeden Fall. Ja, machen wir mal so. Dass ich da auf 60 komme, das kann ich zwar auch noch nicht komplett. Aber da bin ich jetzt schon mal bei 58. Sollen wir noch so lange warten? Ja. Okay. Also die mit, du machst sie dann auf mit Lucho 3. Genau. Wir können sie ja schon mal, wir können sie schon mal zeigen. Die sind schon aufgeschlagen. Die haben Wodan und Herr Kaiser. Wir haben schon axtet. Ja. Ihr habt die auch alle. Oh, guck mal, ich habe eine Schiebermütze gefunden. Die wusste ich gar nicht, dass es gibt. Die haben die schon gelootet. Die haben die schon gelootet? Ja, ihr seid doch echt. Also wirklich. Hier, guck mal, ich habe eine Schiebermütze. Es ist ziemlich dunkel, siehst du das? Mann. Ja. Schön. Sieht aus wie so ein aus den 50er Jahren, so ein Bankräuber. Ungefähr. Ja, so siehst du aus. Deine Mutter. So siehst du aus. So. Aus den 60ern, 50ern. So aus. Bank. Egal. Sag mal, habt ihr die Bank komplett gelootet, weil die Schreibtische hier drin waren noch? Nee, hier unten sind noch welche. Sir, hier ist noch einer insecure. Einer ist noch untouched. Moment. Hier drin. Ansonsten haben sie echt alle gelootet. Aber der ist schon aufgeschlagen. Ja, der ist aufgeschlagen, ja. Mhm. Aber gut, immer mit Profis und dann spielst du doch mit denen hier. Und Sturz. Okay. Hat einer gesagt. Spiel doch mal mit denen, die sind gut, dann haben sie gesagt. Genau. Hat doch einen Spaß machen. Einer ist echt ein toller Typ, ey. Würde Spaß machen, haben sie gesagt. Ja, alles eigensinnige Schweine. Wirklich, komplette Ding. Hier ist noch. Oh, ich habe gerade eine. Ich habe gerade eine 502er Pistole gefunden. Geil. Deswegen muss der looten. Leider. So leid es mir tut. Du Arsch. Für andere. Nicht mich. Für die anderen. Halt. Weil die Materialien. 2017 und es macht wieder total Spaß, mit Fleischhammer zu spielen. In Wiener seinem Rucksack. Ich habe AK-47-Schematik gefunden. Kann ich schon. Kannst du lernen, wenn du möchtest. Dann lerne ich das mal. Gibt's hier nicht hoch auf Dach? Und was haben wir noch gefunden? Hunting Rifle Parts und ein Shotgun-Stock. Ein Shotgun-Stock. Shotgun, also ein Shotgun, nicht Short. Shotgun vorne sitzen. Was? So. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Nee, muss ja nicht. Ist nicht schlimm. Ist mir klar, hätte sie jetzt sagen müssen. Dann hätte ich noch mehr gehasst. Du hast nicht verstanden? Ist ja merkwürdig, ne? Ehrlich jetzt. Naja. Hätt's gedacht, ne? Ja. Gerade du. Unglaublich. Auch. War mir schon klar, dass du nicht die hellste Kerze, ne? So. Nur um das mal weiterzuführen. So ungefähr. Findest du witzig, wa? Ich lache sehr. Ich freue mich. Wow, ich habe jetzt in einem Schrank zweimal eine Wrench gefunden mit 534 und 514. Mias, brauchst dich rumwundern, du bist einfach der bessere Looter jetzt aktuell. Nee, ja. Bluter hast du gesagt, Bluter. Rumbluter, ja, hab ich doch gesagt, ja. Ein Menschheit Bluter. Ein Rumbluter. Der blutet rum. Ja, geil, da können wir Rumtopf machen. So, die Herren, Bikes stehen. Alle? Alle. Haben wir alle Basket, wow. Körbe? Nee, was? Nein, Körbchen noch nicht. Ich habe ein 131er Körbchen. Basket. 131er Körbchen. Wollen wir die irgendwie draußen hinstellen zur schnellen Abfahrt? Stehen schon bereit. Meine heißt Susi Sorglos. In Anerkennung an eine Schweibe von einem Kumpel. Ich gehe mal ganz kurz noch in die Susi Sorglos. Geh noch mal ganz kurz in die Tanke. Ich hab's ohne Sterben, meine Helfer. So, Sprit ist auch schon ein bisschen drin, aber... Nice! Sag mal, soll ich denn... Dann mache ich mal die Tanke leer, ne? Die ist schon leer. Du wolltest sie sowieso, ja? Dachte ich jetzt? Ja, die Garage war zum Beispiel noch nicht gelootet von der Tanke. Hier ist noch Benzin. Ein ganzes Fass. Sehr gut. Was passiert? Achso. Kann die jemand schon umwandeln? Brauchen wir noch Reifen? Was umwandeln? Benzin. Fässer umwandeln in... Normales Benzin. Nein. Ich habe das Rezept nicht. Unter Gas, ne? Ja. Gas, kann ich auch nicht. Oh, dann ist unsere letzte Chance. Nee, ich kann es auch nicht, weiß ich jetzt schon. Nein, das kann ich nicht. Siehste, kann ich nicht. Nüt. Schade. Wer stirbt denn hier neben mir? Haben Sie Durst? Nee, ist ein bisschen warm.
Das ist nur ein bisschen warm. Ich habe gar nichts an. Du bist so viel Glühwein jetzt rum. 493 Reifen. Also blau. Ja. Sehr gut. Mit passt. Kann man nehmen, ne? Kann man mit arbeiten. So, wir müssen noch. Ja, wir müssen Gunpowder noch machen. Wir haben nur noch 50 von dem Scheiß. Jetzt sind wir mobil, können schnell in den Schnee fahren, eine kleine Mine bauen. Geil. Okay, was machen wir? Also haben wir hier noch Sprit, um nach Hause zu kommen, oder nicht? Ja, das sollte reichen. Wieso liegen hier Casino-Tokens drin? Wer war das? Bitte? Ich wahrscheinlich. Okay, du willst uns also... Du willst gegen uns spielen. Was? Einen anderen Grund sehe ich nicht. Sag mal, kann ich die Sandwiches wegwerfen? Ja. Gunpowder können wir auch wegwerfen, oder? Können wir doch herstellen. Zwei Gunpowder macht doch keinen Sinn. Nee. Wo bist du? Nein. Okay, ist gut. Panik. Ja, ich dachte, das wäre das ja nicht. Panisch. Zwei Gunpowder können wir doch. Stellen wir doch wesentlich mehr her, oder? Nein, nicht? Nein, tun wir nicht. Zwei Gunpowder ist gut. Ist gerne genommen, auch. Vor allem, wenn morgen Horde kommt. Bitte. Oh, shit times. Bitte. Ach ja, shit. Ja, wir brauchen noch ein paar Materialien. Also, paar Waffengeschichten. Ich kann Leatherleg Armor, habe ich gleich zweimal das gleiche Rezept gefunden. Leg Armor, Alter. Leg am Armor. Leg mir am Armor. Leg mir am Armor. Die ganze Tanke war noch nicht gelootet. Doch, Hunting Rifle Parts übrigens. Ganz hart. Parts sind hart. Hab ich ja. Die hast du bei, ne? Also, ja, du bist 174er. Okay. Der Tanke. Forge Iron? Nee, ne? Klee hätten wir cool. Okay. So, dann gehe ich jetzt auch nochmal kurz raus. Irgendjemand hat ja mal gesagt, man kann alle Karten durchlesen. Alle, wie heißt das, Quest? Ja. Mache ich jetzt natürlich auch immer, ne? Ja, klar. Und innen nach anderen spielt sich dann ab, oder was? Ja, so habe ich es verstanden. Ja. Würde ich auch so verstehen. Ich dachte, die erste setzt die zweite oder sowas. Nee. Und? Man darf, glaube ich, nur keine Schatzkarte mit dem gleichen Namen lesen. Ah. Ja, gut, macht Sinn. Das resettet dann alles. Genau, dann ist. Das löscht Ende. Das Internet. Oder wie? Ja. Ich habe noch einen Shotgun-Stock. Ich habe zwei Shotgun-Stocks jetzt. Das ist doch auf jeden gut, Fall oder? Gerne mitnehmen. Dann habe ich noch einen Shotgun-Short-Barrel. Will niemand, oder? Das ist, glaube ich. Der ist jetzt nicht so wichtig. Also den kannst du eher wegschmeißen als irgendwas anderes. 19:40. Ja, ich könnte scrappen. Oh, 19:40. Danke für den Hinweis. Hund. Hund? Ah, ja. Geschlagen worden, ich bin. Wo ist Hund? Wieso treffe ich den Zombie nicht? Ah, hier. Wo ist Hund? Hier hinten hat was geknurrt auf jeden Fall. Es war nicht mein Magen. Hä? Ja, der ist hier drin wahrscheinlich im Gebäude. Okay. Rechts neben mir. Okay. Schön. Brüllt auf ihn hier. Auf ihn einprügeln! Spaß! Hau ihn! Spider-Love. Oh, Spikey kommt. Hinter Spikey euch, hinter euch. Krabber. Hund. Und er ist ein Hund. Er ist ein Hund. Oh, der bewegt sich nicht. Sehr gut. So, ich habe ganz viel Mats dabei. Soll ich es mal unten abgeben? Ja. Wollen wir die Hütte nochmal sichern? Weil wir die eine Nacht müssen wir ja nochmal, ne? Ah ja, ich hab noch ein paar Spikes. Ja, wir fahren doch jetzt nicht los in der Nacht. Das macht doch keinen Sinn. Nee, es macht echt keinen Sinn. Ich will lass uns mal hier eine Nacht überleben und dann. Okay. Wie so, ich mach die Waffenparts, mache ich jetzt in die Kiste, wo die anderen drin sind. Ja, genau. Und zwar ein bisschen mit Abstand, damit du siehst, was Neues. Und die Pistolen mache ich auch rein, die 500. Sehr gut. Pistolen sind vielleicht auch erstmal zum Schießen ja nicht schlecht. Ja. Haben wir ein bisschen, wir müssen halt ein bisschen Skill dafür kreieren noch, aber ansonsten. Korb habe ich noch dabei, ne? Oh, Spielegeister. Hat die nicht.
Du sterbe nicht. Ich habe auch Papier noch 41. Wie geil sitzt er denn hier? Ach, langsam finde ich gefallen. Ja. Ah, Nahkampf. Oh, die liegt ja auch schön hier, guck mal. Naja, guck mal, wie er da sitzt und wie sie hier liegt. Das ist immer richtig gut. Stimmt. Das ist glatt ein Foto wert. Ja. Aber auch, es ist wert, diese Folge zu beenden, denn sie muss einen Abschluss haben nach 25 Minuten. Oha. Wenn es euch gefallen hat, dann schaltet zur nächsten Folge wieder ein, und zwar am Samstag. Praktisch die zweite Folge, die in 2017 aufgenommen worden ist. Wie gesagt, vergesst nicht in den Kommentaren zu kommentieren, was ihr von unseren Zukunftsplänen haltet und ob ihr vielleicht noch Ideen habt für Mods oder ja, weitere Ideen. Ideen. Genau. Wir sind da offen. Wir heiraten in-game. Wir wollen das einfach mal ausprobieren. Genau. Juhu. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Mach's Samstag. Gut. Tschüss. Tschüss.